Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Animal Crossing New Horizon. Ich habe, wie man sieht, mir ein bisschen Zeug gefarmt. Ich habe gerade eben schon die Aufnahme gestartet, aber man hat leider irgendwie den Ingame-Sound nicht gehört. Deswegen musste ich das gerade nochmal neu aufnehmen. Gut, dass mir das ziemlich früh aufgefallen ist, bevor ich Dinge getan habe. Oh, wir haben Azeza da. Zeig mal, was hast denn du so? Salam, nenn mich Azesa. Ich bin bekannt bei allen, die schönsten, bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Azesa bringt sie aus der fernen Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere, alle habe ich nach dem Kauf. Siehst du sie? Und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Azesa, erwirb Freundin. Ich will eine Tapete. Azesas mysteriöse Tapete kostet 3000 Sternis und nicht mehr. Verlockter Preis, Freundin. Ja, gib mir. Bitte schön. Dankeschön. Hier, ihre Ware. Dankeschön. Jede Ware, die du kaufst, verheißt Glück und Freude. Freue dich und kauf schon bald erneut ein. Okay. So, und zwar. Warum stehen da Stühle? I'm confused, but okay. Okay, also, wir haben jetzt einen Kleiderladen. Ich habe das Kit dafür bekommen und habe das platziert. Wir haben leider keine Mitteilung bekommen. Aber wir gehen da mal reingucken. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, Taui, vielen Dank, dass du diesen tolle Stelle für unseren Laden gefunden hast. Wir haben beschlossen, uns auf Kristall niederzulassen und hier unsere Mode zu verkaufen. Ja, dann darf ich dich einmal durch unseren Laden führen. Gleich, wenn du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern wir jeden Tag, du weißt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Dort links findest du unsere Schneiderpuppen. Sie tragen immer die angesagten Teile der Season. Wir ändern ihre Ausstattung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem inspirieren. Und wenn dir an den Schneiderpuppen etwas gut gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen. Kommen wir nun zur hinteren Wand. Hier findest du eigene Designs unserer Kunden. Gerne stellen wir auch deine Designs aus und du kannst dir die hier gezeigten sogar kostenlos nehmen. Daneben ist das Design-Tausch-Terminal aufgestellt. Hier kannst du Designs von Erstellern aus aller Welt bestellen oder sogar deine eigenen hochladen. Zu guter Letzt noch der Umkleideraum. Den findest du ganz rechts im Laden. Dort kannst du alles anprobieren, was wir gerade anbieten, und zwar in allen verfügbaren Farben. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleideraum auch die Sachen, die wir nicht aufstellen. Ja, der Umkleideraum ist praktisch und du kannst auch sehen, wie gut dir ein Outfit steht. Wir haben jeden Tag von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Ich hoffe, wir werden dich häufiger hier sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich. Die Schneiderpuppe sieht schick aus, nicht wahr? Hat es dir etwa bestimmt etwas Bestimmtes angetan. Ja. Also ich muss sagen, irgendwie finde ich das Kleid cool. Wo ist denn? Ist ein Top? Okay. Dieses Lame-Top kostet 960 Sternis. Na, interessiert. Ja. Okay. Und das ist selbst gemacht. So, ich sag mal Hallo. Entschuldige, keine. Entschuldige, keine Zeit zum Reden. Ja. Papadam. Papapaparabab. Das ist unsere
Das ist unser Umkleideraum. Dort kannst du Sachen anprobieren und sofort kaufen, was dir gefällt. Hier siehst du, wie sie an dir aussehen und du kannst gleich mehrere Exemplare erwerben. Er steht dir jederzeit zur Verfügung. Ja, dann auf. I love it. Okay, ich mag das. Das sieht süß aus. Ich kauf den hier. Du siehst großartig aus. Danke für deinen Einkauf. Was du vorher anhattest, schicke ich dir per Post in dein Lager nach Hause. Okay. Oh, möchtest du den Umkleideraum verwenden? Gar kein Problem. Ja, ich war noch nicht fertig. Nee, das ist jetzt... Was sind das für Hosen? Holy moly. Oh, das sieht irgendwie hübsch aus. Was ist das denn? Menge Steampunk? Eine Papiertüte. Okay. Interessant. Oh, die sehen ja auch richtig süß aus. Was ist das? Ja, das wüsste ich jetzt gern. Was ist das? Okay. Also, die finde ich haben ja was. Ach so, das will ich nicht kaufen. Das auch nicht. Ich sonst noch was ausgewählt. Nee, okay. Nee, die finde ich jetzt nicht so hübsch. Wie die guckt, weil sie ist. Oh mein Gott. Oh, die will ich haben. Und die will ich haben. Oh Gott, die sind ja voll teuer. Nehme ich die blauen oder nehme ich... Ich glaube, ich nehme die da. Wieso darf ich nicht mehrere davon auswählen? So, ich hätte eine... Was ist das denn für ein... Oh mein Gott, mega hässlich. Okay. Okay. Sieht aber schon süß aus, was die da so alles im Angebot haben. I love it. Ich kauf das, ja. Oh, das sieht ja spitze an dir aus. Schön, dass du da warst. Was du vorher anhattest, ja, dankeschön. Okay, was ist das? Kann ich mir da alles angucken? Hier im Design, Tauschterminal erwartet dich grenzenlose Kreativität. Du kannst eigene Designs veröffentlichen und Designs von Spielern auf der ganzen Welt herunterladen. Möchtest du dieses Internet-Terminal jetzt verwenden? Ja, warum nicht? Okay, ich sehe das Problem. Okay. Das ist nicht aber richtig scheiße. Das nervt mich. Das nervt mich schon ein bisschen. Ach, guck mal, oh mein Gott, ist das süß. Du hast da so einen richtig cuten. Oh mein Gott. I love you. Svenja, du bist so süß. Und hier immer das Unkraut, ey. So viel Unkraut. Ich bin ein bisschen genervt. Hier sind einfach Leute eingezogen, obwohl die nicht auf den Campingplatz gekommen sind. Das nervt mich übelst. Und ich dachte, ich kann bestimmen, wer einzieht. Aber die entscheiden einfach selber, wer da einzieht. Das fand ich nicht so geil. So, guck mal, da ist ein Sterni-Bäumchen. Ich habe mega viel Minus gemacht bei den Bäumchen. Weil ich habe ziemlich viel angepflanzt jeden Tag. Und ja, Problem war schlussendlich, dass scheinbar, wenn man mehrere hintereinander anpflanzt, man maximal 10
Sternis anpflanzen darf und ich habe immer 99er Säckchen reingeworfen. Und dann habe ich ganz viel Minus gemacht und jetzt habe ich keine Sternis mehr. Das ist so mein kleines Problemchen, was ich aktuell habe. Und ich habe im Übrigen überlegt, guck mal, wir haben pinkes Blümchen. Ich habe im Übrigen überlegt, wie ich das mache mit Animal Crossing, weil das Spiel ja über längere Zeit Fortschritte gibt, zum Beispiel Laden ausbauen, bla bla bla. Und ich bin zur Entscheidung gekommen, dass ich einfach immer was hochlade. Also sobald Bioshock vorbei ist, mache ich das, denke ich. Und ich bin zur Entscheidung gekommen, dass ich halt, wie gesagt, immer wieder mal was hochlade, aber zwei Hauptprojekte habe, Animal Crossing als Nebenprojekt und vergraben. So. Ich finde Regen toll. Die macht meine Blümchen hübsch. So. Und ich habe ein paar Sachen im Museum abgegeben, weil vor dem Museum einfach über 50 gefühlt Fossilien rumlagen und ich die weghaben wollte. Und wir können noch mehr Sachen ins Museum bringen und uns einmal angucken, was wir da so alles haben. Vor allem, weil die Kunstgalerie jetzt offen ist. Und die würde ich mir gerne angucken. Und ich glaube, ich habe noch zwei Bilderchen, die ich abgeben kann. Oh, Handy, genau. Das hat ja geplingelt. Blub. Meins. So, habe ich hier irgendwo was bekommen? Ja, sehr viel. Hilfsbereit. Wer anderen Gutes tut, der belohnt sich eigentlich schon selbst. Aber weil Nook Inc. So großzügig ist, bekommst du noch Meilen obendrauf, wenn du die Bitten deiner Nachbarn erfüllst. Herzensguter Normalo. Emotionsmeister. Wir alle müssen Emotionen verwenden, um die Insel vor dem Untergang zu bewahren. Na gut, das ist vielleicht übertrieben, aber Meilen bekommst du trotzdem. Je nach Anzahl der gelernten Emotionen. Okay. Katalogstöberer. Wusstest du, dass du alle Einrichtungs- und Kleidungsstücke, die du je besessen hast, ganz bequem im Katalog von Nook Shopping ansehen kannst? Je dicker der Katalog wird, desto schöner das Stöbern. Nice. I like it. Ballonschützer. Es ist ein Rätsel, wer die Ballons mit Geschenken überfüllt. Okay, wie viel haben wir? 100. Nice. Schon so viele Meilen. Noch mehr. Wollen wir denn noch mehr? Mäzenatentum. What the fuck? Mehr Kunstwerke bedeuten mehr kulturelle Reparation für Kristall und Nook Inc. belohnt die fähigsten Kunaisäure mit künstlerischen wertvollen Meilen. What the fuck? Was sind das für Wörter, die kenne ich nicht. Jeder Tag auf der Insel. Die Insel gefällt dir. Das ist gut, denn je mehr Tagen du hier aktiv bist, desto mehr von den begehrten Meilen kannst du sammeln. Juhu. Okay. Da haben wir aber ziemlich viel abgeholt. Das heißt, wir können gleich noch einkaufen gehen. Aber erstmal wird hier alles gepflückt. So. Und dann... Holy, was ist denn hier passiert?
Da ist eine Bombe eingeschlagen. Tja. Ja, okay. Dann sammeln wir das alles mal kurz ein. Und dann können wir gleich die ganzen Sachen wegbringen. Warum ist denn so viel Unkraut? Holy moly. Ich war einen Tag nicht online. Habe ich die Flaschenpost habe ich nicht gelesen, ne? Nee. Öffnen. Hey ho, unbekannter Glückspilz. Ich wollte gestern neue Trainingspläne entwerfen, aber stattdessen fiel mir die Silberleitung ein. Leg sie doch auf den Boden und lies sie bei ein paar Liegestützen. Lass es krachen. Komm, kräftiger Bastler. Kugelhantel. Ich weiß jetzt, wie man eine Kugelhantel herstellt. Apropos Kugelhantel, ich habe ziemlich viele neue Bastelanleitungen. Okay, die sieht komisch aus. Ich habe zum Beispiel... wo ist es denn? Ich habe zum Beispiel... Ich glaube, das hier dazu bekommen. Das hier habe ich dazu bekommen. Das hier habe ich dazu bekommen. Und das hier, glaube ich, habe ich noch dazu bekommen. Und das hier habe ich bekommen. Glaube ich. So, und ihr alle wollt weggegeben werden. Hallo, kannst du das aufheben? So, dann fangen wir mal an einzusammeln. So, wie viel Platz habe ich noch? Ein. Dann muss ich dafür gleich nochmal rein. Aber ich will ein bisschen sauber machen quasi. Weil wir das alles weghaben wollen. So, Eugen. Huch. Ja, du bist wieder eingeschlafen. So, lieber Eugen. Ich will da was analysieren. Dann kriegst du von mir das da, dann das da und das da. Bitteschön. Ja. Oh, da ist was dabei. Okay. Das freut mich. Dann gib mir das mal bitte zurück. Das nervt, dass der so viel redet. Ah. Gib her. Dankeschön. Bitteschön. So, dann kriegst du das hier. Das. Oh, den Fisch habe ich scheinbar schon abgegeben. Okay. Ja, nimm doch. Nimm! Eugen! Nimm es entgegen. Eigentlich. So, und dann gehen wir kurz nochmal raus und holen die anderen Sachen. Dann überziehe ich ein bisschen, weil ich mir ja noch das Museum angucken will. Ah, da steht auch noch was. Tja. Eugen, du sollst nicht schlafen.
Hallo, wach auf. Ah, bitteschön. Der braucht immer so lang. Holy moly. So, passt schon. So, dann gehen wir als erstes hier lang. Ich will meine neuen Fischis sehen. Ich will wissen, wo die Schildkröte ist. Wir haben Guidefish. Wir haben Entchenfisch drin. Oh, lol, ich kann mich da hinsetzen. Cool. Okay. Das finde ich geil. Ah, und hier ist die Schildkröte drin. Das hier ist ja süß. Okay. Und hier habe ich auch jetzt was drin. Juhu. Was bist du für ein Fisch? Das ist nicht der Fisch, den ich nachgucken wollte. Den da. Gestiftet von Taui und gestiftet von Taui. Okay. Dann haben wir hier jetzt endlich auch mal ein paar Fischis drin. Das freut mich. Jetzt habe ich hier neue Fischis drin. Der Hai war vorher schon drin. Aber der da unten nicht. Glaube ich. Zumindest. Oh, ich glaube, hier sind keine neuen Sachen drin. Ich hätte gern mal was hier in der Röhre. Ich würde gern wissen, was da drin ist. Kommt da unten eigentlich auch was rein? I don't know. Gucken wir mal kurz hier noch rein. Finde ich irgendwie cool, wenn da auch was reinkommt. So, mal gucken. Ja, ein Hai ist drin. Unser Hai ist drin. Schön. Warum schwimmt unter dem Hai ein anderer Fisch? Was ist das für ein Fisch? Darf ich nachgucken? Nö. Ist das ein Babyhai? I don't know. Und hier ist immer noch nur der eine drin. Okay. Ich hätte gerne in dem Aquarium noch ein paar andere. Allgemein hätte ich das gerne voll. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin happy, dass jetzt hier mal was drin ist. So. Und dass wir unseren Goldfisch haben. Das sieht ein bisschen derpy aus. Okay, dann gehen wir mal kurz hier runter und dann gehen wir hoch zum Gemäldeteil. So. Hier ist ziemlich viel mittlerweile. Auf der Seite haben wir alles, oder? Sieht aus, als hätten wir auf der Seite. Oh, das freut mich. Hier fehlt noch ein bisschen was. I like it. Das heißt, wir müssen bald keine Fossilien mehr stiften, wenn wir fertig sind. Hier fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Haben wir dich jetzt endlich fertig? Wir haben dich fertig. Schön. Aber dich haben wir noch nicht fertig. Es wird aber richtig voll hier. Holy moly. Menge viel Zeug schon dazu bekommen. So, mal gucken, was hier ist. Haben wir hier neue Sachen? Haben wir hier alles? Nee, da fehlt was. Aber sonst haben wir alles. Oder? Ich glaube, sonst haben wir alles. Nur das Ding hier fehlt. Die Schiechen sind voll süß. Oh mein Gott. Klock, 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 klock. Das hört sich voll süß an. Klock, 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 klock. Süß, ey. Das ist süß. Ich mag die Geräuschkulisse. Die ist schon süß. Das hört sich schon irgendwie mega cute an. Holy fuck.
Okay, dann gehen wir doch mal ganz kurz hier hoch. Klock, klock, klock. Das ist unser erstes Gemälde. Okay. Wir waren. Oh, das ist halt übertrieben groß. Hübsch, hübsch. Finde ich hübsch. Und da ist unsere Mona Lisa. Oh, da steht so. Ach, cool. Das weltberühmteste Lächeln. Angeblich hielt Da Vinci dieses Gemälde bis zu seinem Tod unter Verschluss. Angesichts der Macht, die es noch Jahrhunderte später auf Betrachter ausübte, ist dies nur verständlich. Ui. Wusste ich gar nicht, dass da auch dran steht, wie die wirklich heißen. Warum heißen die dann nicht gleich Mona Lisa und so? Finde ich cool. Finde ich mega cute. Ich will mal kurz ins Schmetterlinghäuschen. Und da drin im Bad pennen. Schmetterlinghäuschen. Jung. Oh, es ist so schön bunt hier drin. Oh mein Gott, I love it. Und ich würde sagen, wie es weitergeht. Seht ihr dann im nächsten Part von Animal Crossing New Horizon oder wenn ihr allgemein einfach ein anderes Video gucken wollt, könnt ihr auch meine anderen Projekte angucken. Bis dann und bye bye.